Also ich bin vor allen Dingen hohl, aber wenn meine Schwester da ist, bin ich noch hohler. Mir steht es nicht, Steffi. Ich glaube, dir steht es besser. Ja. Nehmen wir sie für dich mit, okay? Na gut. Also immer wenn ich hier an diesem Magnolienbaum vorbeifahre, ihn grüßen müssen. Hallo. Solo guardare. Solo guardare. Solo guardare. Nichts kaufen. Ich bin eine von den peinlichen Müttern, die am Rand steht und voll rumschreit. Steffi Nantor! Yay. Guten Morgen. Neues Follow Me Around. Ich bin total müde. Wir sind am Sportplatz, es ist früh am Morgen. Und da ist meine Schwester, Stefania. Der Alessandro, der hat gerade ein Fußballspiel. Und wir fahren dann in die Stadt, weil einer meiner Söhne ganz viele Klamotten braucht. Der fährt nämlich am Montag in ein Camp. Und ich sage euch jetzt nicht, was für ein Camp. Ne, Steffi? Das ist einfach zu lustig. Nicht. Okay, Leute, ich erspare euch jetzt mein Face. Wir gucken jetzt hier noch ein bisschen weiter zu und ich nehme euch auf jeden Fall wieder eine Runde mit. Bis dann. Der Lessi hat gerade ein Tor geschossen. Yay. Ich raste voll aus. Ne, Steffi? Ich bin eine von den peinlichen Müttern, die am Rand steht und voll rumschreit. Ne, Steffi? Voll peinlich. Egal. Wo ist eigentlich unser Hund, Steffi? Ella. Ella? Bella! Der Lessi hat ein Tor geschossen, Bella. Interessiert die Bella nicht? Bella, interessiert dich das nicht? Willst du lieber bei der Steffi bleiben, Bella? Da ist die Steffi. Ich raste so aus, ich bin so peinlich. Oh, nach dem Tor. Steffi, nach dem Tor! Yay. Vor allen Dingen, der Alessandro ist heute Kapitän. Das hat er noch nie gemacht. Der hat hier so ein rotes Ding, Band. Fertig, wir haben gewonnen. Ich sage euch gleich, wie viel wir gespielt haben, ja? Weil ich habe irgendwie nicht mitgezählt. Elfmeterschießen, hat ein Tor geschossen. Bella, geh. Da. Ciao, Leo. Bella will immer einen Schlüssel haben. Mein kleiner Kapitän. Lessi war heute das erste Mal Kapitän. Nee, das zweite Mal. Das zweite Mal schon. Ja, da, wie nennt man das, was da dann so am Arm ist, Schatz? Kapitänsbinde. Ah, okay, ich verstehe. So, Bella, wo ist denn jetzt der Schlüssel? Hat ihn denn auf dem Boden geschossen? Ja. Okay, Steffi hat schon geklingelt. Wir sind so hohl, wir zwei. Moritz probiert gerade Klamotten an und wir spacken hier ab. Dann sind es 102,87 Euro. Sonst habt ihr am Ende keinen Weg mitbekommen. Achso. Alles gut. Falls noch irgendwas sein sollte. Dann können wir hier hinten noch so, hoffentlich piept es nicht wieder. Das letzte Mal hat es total gepiept, als wir hier raus sind. Mit Max. Weißt du noch? So, wir waren erfolgreich bei Jack & Jones, habt ihr ja gesehen. Und die war so nett, die Verkäuferin, ne Steffi? Die war total lieb. Und jetzt geht's zu Subway. Wir lieben Subway. Und die Leute lachen. Aber es ist mir egal. Weil ich bin hier mit meiner Schwester. Ist mir eigentlich total wurscht, wenn die Leute gucken und lachen. Wo ist mein Lessi? Lessi? Ja. Da ist mein Lessi. Da ist er. Ich wollte euch noch irgendwas sagen. Wartet mal, was wollte ich euch noch sagen? Ah ja, genau. Ich wollte euch noch sagen, dass mich jetzt ganz viele auf Snapchat gefragt haben, ob denn die Steffi kein Deutsch kann. Kein Deutsch sprechen kann. Die Steffi kann Deutsch sprechen. Und sie versteht auch alles. Aber sie traut sich nicht und sie hat dann Angst, was Falsches zu sagen. Ne, Steffi? Mhm. Genau. Ja, und das finde ich halt auch total süß. Sie ist ja auch hier zur Schule gegangen und die Steffi kann auch Spanisch, weil sie ja in Spanien jetzt war ganz lang. Ne, Steffi? Ja. Okay, also wir sind bei Subway. Lecker Subway. Wir nehmen immer Thunfisch und dann Cheese Oregano. Also Cheese Oregano heißt das Brötchen und Thunfisch. Lecker. Hat sie geschmeckt bei Subway, Steffi? War lecker. Die Verkäuferin war übrigens total lieb bei Jack & Jones. So richtig lieb. Und jetzt sind wir
wir hier auf einer richtig coolen Brücke und das ist voll schön. Jetzt machen wir ein paar schöne Bilder, meine Schwester und ich. Wir sind so hohl. Also ich bin vor allen Dingen hohl. Aber wenn meine Schwester da ist, bin ich noch hohler. Das versteht sie. I capito capito. Also wir gehen mal weiter. Der Moritz, der braucht nämlich jetzt noch Schuhe. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Meine Schwester wollte hier mal ganz kurz im Schaufenster gucken und ich habe dieses schöne Armkettchen hier entdeckt und habe gesagt, Moritz, könnt ihr mir das zum Geburtstag schenken? Und dann hat er gesagt, ja klar Mama, wenn du mir das Geld dafür gibst. Okay, Moritz. Oh Menno. Naja, so ist es halt, ne? Aber sah schön aus. Na Steffi? Nur gucken. Wir sagen die ganze Zeit, nur gucken, nur gucken. Solo guardare. Na Steffi? Solo guardare. Nichts kaufen. Sagt man so auf Italienisch. Solo guardare. Solo guardare. Solo guardare. Nichts kaufen. Schade. Mir steht es nicht, Steffi. Ich glaube, dir steht es besser. Ja. Nehmen wir sie für dich mit, okay? Na gut, also komm. Spaß. Ich wollte hier so ein paar Blumen kaufen. Für meinen Video-Hintergrund. Wir sind gerade bei Butler. Mal gucken, ob ich die mitnehme. Die sind echt schön. Findest du die schön, Steffi? Nicht so schön? Okay, die Steffi findet sie nicht schön. Also nehme ich sie trotzdem mit. Ciccio Cavisa mi riguarda di bambina. Steffi hat es immer gespielt, als sie Kind war. Als sie klein war. Nein, ich habe dich nicht gehauen, als du klein warst, Steffi. Nein. Die sagt, ich hätte sie gehauen. Gar nicht. So, fertig. Jetzt sind wir in der Sportarena. Jetzt müssen wir einen Tennisschläger kaufen. Und meine Schwester ist in der Kinderabteilung und sucht nach einem Badeanzug-Bikini. Ich bin so kaputt. Ich habe keine Lust mehr. Steffi! Ich habe keine Bock mehr. Sagt die Steffi immer, ich habe keine Bock mehr. Ja, und der Moritz schaut gerade nach einem Tennisschläger. Mal gucken, ob das heute noch was wird. Wir waren übrigens auch noch bei New York. Oh, wie süß. Meine Schwester hat gerade gesagt, komm, trink. Danke, Schwester. Ich bin echt kaputt. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, Steffi. Wir sind gerade bei Foodlooker und ich habe keinen Bock mehr. Ey, ein Fotobomber! Also, entweder diese hier oder diese hier. Welche nimmt er? Wir werden es sehen. Steffi, ich kaufe dir dann auch den Helm hier, ja? Willst du den noch dazu haben? Mhm. Sie. Sie? Das ist, wie heißt das? Frozen. Ah, Frozen, le sorelle. Ich habe keine Ahnung, Steffi, ich kenne mich nicht aus. Steffi sagt, ich muss mich anstumpfen. Real. Einmal hin, alles drin. Der ist schon alt. Also wir sehen echt voll fertig aus. Wir melden uns von daheim nochmal. Wir zeigen euch, was wir alles geshoppt haben. Oder, Steffi? Mhm. Für uns nichts, ne, Steffi? Nein, nein. Egal. Nur gucken. Solo guardare. Ja. Ich bin jetzt gerade angekommen, habe mir ganz schnell eine Bluse angezogen, habe meine Haare nochmal durchgekämmt und habe diese Blumen hier in der Hand. Unser Autohaus feiert nämlich jetzt 50-jähriges Jubiläum und irgendwie haben wir das total verpeilt und kommen jetzt auch viel zu spät und die feiern jetzt groß mit Musik und so weiter und wir sind eigentlich total müde, also meine Schwester und ich, aber da muss ich jetzt ganz kurz hingehen und natürlich gratulieren und dann fahre ich wieder nach Hause, dann soll mein Mann noch ein bisschen dort bleiben mit den Kindern, die zeigen auch die neuen Autos und so weiter, aber ich bin jetzt eh nicht so autoverrückt und ja, dann freue ich mich, dass ich hier jetzt alles sortieren kann, was wir eingekauft haben. Vor allen Dingen, ich sehe auch voll fertig aus. Ja, und jetzt muss ich noch schnell dahin gehen. Wir haben es jetzt schon 8 Uhr, aber ist jetzt egal. Steffi, wollen wir salutare? Ja. Okay, da ist sie, die Steffi. Und ich würde sagen, wir zeigen euch dann morgen die Sachen, die wir gekauft haben. Oder, Steffi? Facciamo vedere domani. Ja, sie hat mich ja eh verstanden. Ja, weil jetzt muss ich mich echt beeilen. Mein Mann, der wartet schon. Das kann echt nur uns passieren. Aber ich zeige euch sowas, weil das ist ja nur die Wahrheit. So, bis morgen, dann zeigen wir euch unsere geshoppten Sachen. Aber wir haben ja eh nichts gekauft. Solo guardare. Ja. Yeah. Nur gucken. Nur schauen. Also, bis morgen. Tschüss. Da sind wir wieder. Wir laufen jetzt rüber in die Stadt und ich wollte euch ganz kurz was erzählen. Und zwar, immer wenn ich hier an diesem Magnolienbaum vorbeifahre, ich muss hier mehrmals täglich vorbeifahren, habe ich zu Steffi gesagt, dass wir ihn grüßen müssen. Hallo.
weil der ist so schön. Ich habe noch nie so einen schönen Magnolienbaum gesehen. Ne, Steffi? Der ist einfach wunderschön. Also wir laufen jetzt rüber in die Stadt und später zeigen wir euch die Sachen, die wir für den Moritz gekauft haben. Okay? Okay. Der ist so schön, der Baum. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade am Koffer packen. Da liegt er schon bereit. Ich muss mich jetzt total beeilen. Wir haben es jetzt gestern gar nicht mehr geschafft, euch die Sachen zu zeigen, die wir so geshoppt haben für den Moritz. Diese Schuhe hier sind es geworden und wir waren ja bei Jack & Jones. Die T-Shirts hier haben wir mitgenommen. Die sind wirklich richtig, richtig toll. Ich muss mich jetzt allerdings echt beeilen und ich würde sagen, ich zeige euch die ganzen Sachen dann mal in einem anderen Video und melde mich dann später mit meiner Schwester nochmal, weil... Wie gesagt, es ist früh am Morgen, wir müssen uns beeilen. Man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Und ja, bis später. So, meine Lieben, wir wollten uns noch ganz kurz verabschieden. Ich hoffe, dass euch meine kleine Shoppingtour mit meiner Schwester gefallen hat. Und ja, wir verbringen jetzt noch ein bisschen Zeit zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tu l'hai detto in tedesco, in italiano. Tschüss.